Hallo zusammen, hier ist Süddeutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute den Expulsum Shuffle präsentieren. Und ja, den habe ich ja im Stream schon ein bisschen gezeigt, beziehungsweise angesprochen gehabt, beziehungsweise auch in meinen Gold-Videos. Und dann wurde ich gefragt, ich soll das doch mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Und das machen wir jetzt in dem Video. Was ist Expulsum und was braucht man das? Und zwar, Expulsum ist quasi die seelengebundene Handwerksmaterialie, die wir für die meisten Craft-Items brauchen, die wir in BFA herstellen können. Deswegen, wenn ihr mit Craften von Items Gold machen wollt, so wie ich das unter anderem mache, indem ich ja hier so 370er Sachen verkaufe mit allen möglichen Berufen, also Schneider, Inji, Juwe, Lederer, Schmied und so weiter, kann man da relativ gut Gold machen und auch mit dem nächsten Patch kann man dann 400er Items herstellen. Heißt, das Expulsum werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Wie holen wir uns das jetzt? Und zwar gibt es da so eine Art endlose Farmmethode. Wir haben uns einen Schneider erstellt. Und zwar müsst ihr keinen großen Skill haben. Es reicht Schneider Skill 1, denn ihr müsst lediglich grüne Items herstellen. Und zwar sind das hier diese Handgelenke. Die sind nämlich am günstigsten. Die kosten nämlich diese Fäden, die könnt ihr euch beim Händler für ein paar Silber kaufen. Die sind irrelevant, also 5 Fäden braucht ihr pro Handgelenk. Und ihr braucht 10 Stoff. Bei mir kostet ein Stoff, hier seht ihr, ja, je nachdem welchen Preis wir jetzt nehmen, aber ich rechne etwa mit so um die 2 Gold, was ein Stoff kostet. Heißt, wir können uns ein Handgelenk in etwa für 20 Gold herstellen. Und ich rechne, im Durchschnitt braucht man 10 Handgelenke, um ein Expulsum rauszubekommen. Und dementsprechend gehe ich etwa davon aus, dass ich 200 Gold für ein Expulsum brauche. Ganz grobe Rechnung, das kann mal nach unten und oben ausschlagen, aber so im Groben ist es das. So, wir holen uns also einen Char, basteln den Schneider und müssen nur quasi Stufe 1 bei Schneider sein. Ich bin jetzt hier Max-Stufe, einfach weil ich halt die Sachen auch herstelle, aber da braucht ihr nur Stufe 1. Das könnt ihr auch mit einem 110er Char schon lernen, wenn ihr da nur so einen Twink habt. Optimalerweise ist aber euer Char 120 und wählt sich zusätzlich noch VZ und levelt VZ auf einen Rang von 150 hoch. Denn wir wollen noch zusätzlich ein bisschen Gold aus der Sache rausholen. Ihr könnt nämlich, wenn euer Schneider auf 150er Rang ist, eine Quest machen, wo ihr dieses Item rausbekommt. Und zwar diese Verzauberer-Route. Und mit dieser Route, ich habe übrigens ein Video zu der Quest gemacht, falls euch das interessiert, wie die funktioniert. Schwer ist es nicht, ihr müsst am Ende ein paar Quests machen, am Ende dann quasi in Instanz rein. Also es ist jetzt nichts Dramatisches. Ja? Das könnt ihr übrigens auch in der Normal-Instanz machen. Wenn wir nämlich diese Route haben, bekommen wir mehr Mats aus Sachen raus, die wir entzaubern. Und ja, wir werden hier auch ein paar Sachen entzaubern. Denn wenn ihr mit im Schneiderei hier diese Handgelenke herstellt, bekommt ihr einen Haufen Grüne raus und zwischendrin auch mal Blaue. Es sind jetzt hier relativ wenig Blaue, weil ich die Blauen immer weiter wegdisse und die Grünen immer weiter schicke. Aber ein paar Blaue habe ich jetzt hier mal gelassen. Und wenn wir die dissen, diese blauen Handgelenke, seht ihr, wenn wir die Route haben, können teilweise aus den blauen Handgelenken auch Epic-Splitter rauskriegen. Ich habe einen Staub, einen blauen Splitter, einen Epic-Splitter rausbekommen. Und ja, ihr wisst, ein Handgelenk herzustellen, da kostet mich etwa 20 Gold. So ein Splitter ist jetzt hier auf Antonidas zwischen 140 und 200 irgendwas Gold wert. Heißt, mit jedem blauen Handgelenk mache ich immens Gewinn. Selbst ein blauer Splitter ist über 20 Gold wert. Und wenn ich jetzt ein paar jetzt noch entzauber, seht ihr, jetzt kriegen wir zum Beispiel 2 blaue Splitter rein, haben wir schon mal 50 Gold, 20 Gold Investitionskosten. Hier 3 blaue Splitter sind über 60 Gold. Ihr seht, also die blauen Sachen, die disst ihr dann. Und die grünen könnt ihr dann quasi in den Scrapper packen, beziehungsweise schickt ihr weiter. Und ihr seht, ich habe jetzt alleine mit dem Char, habe ich schon 128 von dem Zeug rumflacken. Und ihr seht, ich habe auch noch einiges auf der Bank flacken. Ich habe mal relativ viele Stoffe gekauft und diese Nylon-Fäden, wie viel habe ich denn jetzt noch hier? Ja, das sind ein paar tausend Stoffe, habe ich hier noch rumflacken. Wo steht es denn irgendwie? Backt es jetzt gerade rum? Er sagt mir jetzt, dass ich nur 1000 habe. Ne, das sind mehr als 1000. Das sind ja 206, das wären ja 5, wären ja schon 1000. Also es buggt auf jeden Fall rum. Ich glaube, ich habe mir mal 10.000 Stoffe heute wieder gekauft. Und es müssten noch ein paar tausend sein, die ich hier rumliegen habe. Und ja, ich mache es dann quasi so, dass ich mir ewig viele von diesen Handgelenken herstelle. Die Handgelenke, die blau sind, die werden gedisst. Und die anderen schicke ich dann einfach weiter zu dem Char, wo ich das Expulsum brauche, wo ich halt dann Items herstelle. Und ja, könnt nicht mehr 12 Gegenstände verschicken. Okay, das packt das. Also, wir haben jetzt auch hier noch einen Haufen drin. Ihr seht, hier sind auch noch ein Haufen Handgelenke drin. Es ist nämlich so, wenn ihr jetzt hierher geht und da einmal auf Handgelenke
herstellen geht, dann ja, dann ist es quasi so, dass diese Handgelenke so lange hergestellt werden, wie sie hier, wie Platz im Inventar ist, und alle, die drüber sind, landen dann automatisch im Postkasten. Heißt, ihr könnt theoretisch, wie ich habe mir 10.000 Stoff gekauft, die Fäden gebastelt, alles in das Ding reingehauen, alles in dieses Bankfach reingehauen. Da gibt es extra so einen Taschenslot, wo ihr quasi aus diesem, ich weiß gar nicht, wie das Materiallager heißt, das glaube ich, da könnt ihr die Materialien drin haben und trotzdem was craften, obwohl ihr sie nicht im Inventar habt. Das ist ganz praktisch, vielleicht wusstet ihr das ja nicht. Und dementsprechend stelle ich dann alles her, dann ist auch viel im Postkasten und ich schicke dann das Ganze auf die Chars, die ich ja dann habe zum Craften. Und dort packe ich es dann wieder in den Scrubber rein und dann habt ihr einen Haufen Expulsum. Ich kann das jetzt auch nochmal zeigen, falls ihr das nicht wisst, dass wir das der Vollständigkeit halt halber einmal mit drin haben. Ich habe bloß immer relativ lange Ladebalken mittlerweile, weil ich sehr viele Addons drauf habe. Es sind über 100 Stück. Und falls ihr jetzt fragt, was das eine Craft-Addon war, das war unter anderem TSM, also Trade Skill Master. Das ist ganz praktisch. Kann ich jetzt auch nochmal gleich drauf eingehen. Ihr seht, jetzt habe ich hier X-Packen von den Handgelenken. Dann nehmen wir jetzt einfach ein paar raus. Und hier habe ich auch schon wieder ein bisschen was gescrapped heute Nachmittag. Das waren jetzt 143 habe ich jetzt hier wieder. Also wir brauchen jetzt nicht alle rausnehmen. Ich will hier jetzt nur exemplarisch zeigen, wie das funktioniert. Und zwar gehen wir jetzt quasi dahinter zu dem Scrubber. Und dann machen wir das Zeug wieder klein. So. Und ich zeige euch auch gleich nochmal im Trade Skill Master, falls ihr das auch benutzen wollt, wie ihr so ein bisschen ein Pricing einstellt, auch für das Expulsum. Eins habe ich jetzt schon wieder gekriegt, ein Expulsum. Hier passen nämlich immer 9 rein. Also im Durchschnitt, ne, wenn man 10 klein macht, hat man ein Expulsum. Das ist der Schnitt. Manchmal kommt ein bisschen mehr, manchmal kommt ein bisschen weniger. Aber so der Schnitt von, ja, von 1 aus 10 passt so. Und dann, schau, jetzt habe ich wieder welche kleinen, wieder 9 sind drin. Eins habe ich jetzt wieder bekommen. Manchmal kriegt man halt auch relativ viele. Aber das geht auf die Masse hier quasi. So, jetzt gucken wir nochmal wegen TSM. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier Trade Skill Master anschalten, dann haben wir ja hier Preise für verschiedene Items. Zum Beispiel hier beim, ja, bei diesen Trinkets, bei Inschriftenkunde ist das jetzt. Und dort habe ich auch Preise drin stehen, die quasi rechnen, wie viel kosten die Mats und wie viel habe ich dann Gewinn. Also hier steht der Gewinn, wenn wir jetzt hier mal drüber fahren, dieses Item, oder ja, nehmen wir mal eins, was ein bisschen mehr wert ist. Also dieses Item hat Herstellkosten von 675 Gold und Verkauf ist im Durchschnitt 2.999 Gold, quasi Gewinn 230. Jetzt ist bei euch wahrscheinlich, wenn ihr das Addon blank drauf habt, hier das Ding leer. Also hier werden keine Preise angezeigt, weil das Expulsum keine Ware ist, die einen Geldwert hat, weil die seelengebunden ist, man sich es nicht im Auktionshaus kaufen kann. Heißt, wir müssten jetzt in dem Addon uns für Expulsum einen Wert hinterlegen. Und ich bin jetzt gerade auch nochmal kurz am Überlegen, wo ich das gemacht habe. Ich meine, ah nee, das war im Beruf, glaube ich, drin, habe ich das gemacht. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, so habe ich das jetzt eingestellt. Ich glaube, Crafting, nee, wo war denn das? Das war doch da drin, ne? Irgendwo hier hab ich auf jeden Fall einen Preis für eingestellt. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wo das nochmal war. Crafting. Doch hier drin. Ah, doch, das, man hat hier doch ein. Ah, hier musste man suchen, genau. Also ich bin. Jetzt weiß ich es wieder. Peinlich. Also ihr geht quasi hier bei TSM rein. Dann seid ihr hier vorne bei Crafting und dann könnt ihr hier Crafting Reports und dann musstet ihr hier nach Expulsum suchen. Und dann konnte man irgendwo hier. Ne, war das doch nicht da drin? War das bei Materialien? War das drin, genau hier. Expulsum. Genau, jetzt habe ich es gefunden. Genau, und hier könnt ihr dann den Preis fürs Expulsum eintragen. Herr Gelend, das machst du halt ein einziges Mal und da könnt ihr auch theoretisch für alle möglichen anderen seelengebundenen Mats, die ja keinen Geldwert durch Nahar bestimmt haben, könnt ihr den festen Preis eintragen. Ich habe jetzt 200 Gold eingetragen. Wenn jetzt bei euch zum Beispiel die Stoffe 5 Gold pro Ding kosten, dann ist es halt nicht 200 Gold,
sondern dann müsst ihr halt das zweifache, halbfache eintragen. Also sind es dann 500 Gold quasi für ein Expulsum. Und so muss man halt immer ein bisschen gucken. Wenn man gut ist, könnte man wahrscheinlich den Expulsumpreis auch anhand des Stoffpreises binden. Könnte man machen, indem man irgendwie hier komische Formeln eingibt. Bin ich aber ehrlich gesagt überfordert. Ich mache es halt mit einem festen Goldwert. Genau, das ist jetzt nur so am Rande, wenn ihr TSM benutzt, dann könnt ihr das noch eintragen und habt dann halt die besseren Werte. Ja, das war jetzt eigentlich für eine einfache Geschichte ein viel zu langes Video, aber ich hoffe, es sind alle Fragen für die Leute geklärt, die auch Expulsum schaffen wollen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.